welche Personen haben Zugang in einen Kulturbetrieb, in eine Kunstinstitution. Damit meinen wir nicht nur die tatsächliche, also wirklich dieses körperliche Hineintreten im Sinne von einer Barrierefreiheit, aber auch welche Personen, welche künstlerischen Arbeiten haben Zugang in eine Kunstgeschichte, welche Positionen schaffen es in einen Kanon. We must learn to listen. We must learn to act with our invisible sickness, with our undiagnosed, unresearched, unappreciated bodies. Gleichzeitig geht es uns aber auch darum, wer generell als krank dargestellt wird aufgrund von anderen kategorialen Zuschreibungen, sei es das Geschlecht, sei es Rasse, sei es Abstammung, sei es sexuelle Vorliebe und so weiter. Ich bin Teil dieser Ausstellung When the Sick Rule the World und unter anderem gebe ich seit 2012 das Crip Magazine heraus. In der Installation, in der Ausstellung sind so ein paar Ausschnitte zu sehen von dem visuellen Material, das so im Laufe der Zeit durch dieses Magazin auch präsentiert worden ist. Also ich habe da ganz viele Leute eingeladen, Künstlerinnen, AutorInnen, aus unterschiedlichsten Kontexten und Bereichen und die sich alle vielleicht so mit so alternativen Formen von Verkörperung beschäftigen. Also es geht darum, alles wieder so durchzumischen und diese Hierarchie, die so historisch gefasst wurde, die ganz stark durch Status und Nichtbehinderung definiert wurde, irgendwie so zu unterwandern. Die Serie dieser Skulpturen ist die Relief-Serie. Sie bildet Begehren, Sexualität, Gefühle, Befindlichkeiten ab. Man könnte eigentlich sagen, dass Staat und Kirche nie die ganze Vielfalt von menschlichen Ausdrucksweisen, Gefühlen, Begehren und so weiter widerspiegelt, sondern das immer einschränkt und reguliert auf eine Art und Weise, die einfach manipulativ und unterdrückend auch ist. Und in diesen Objekten kommt einfach so ein Spektrum, wird gezeigt, dass irgendwie das hinausgeht. Heute ist es eigentlich so, dass alle Minderheiten, sogenannten Minderheiten, eigentlich immer jahrelange Kämpfe ausstreiten, um zu ihren Rechten zu kommen. Und es sind eben nicht Minderheiten, sondern die strukturelle Diskriminierung ist eigentlich, betrifft den weitaus größten Teil der Menschen.